Moin, es ist jetzt 19 Uhr und Zeit für die Facebook-Sprechstunde. Ich hoffe, ihr sitzt alle bequem vor dem Laptop. Und das hat einen kleinen Grund. Und zwar gab es heute bundesweit Aktionen unter dem Motto Leave No One Behind, wo Menschen beispielsweise in Frankfurt, in Hamburg, in Kiel und anderswo deutlich gemacht haben, dass eben auch in der Corona-Krise es heißt, dass Solidarität nicht an den Grenzen enden darf und dass wir die Menschen, die wir jetzt wie in Moria und in anderen Flüchtlingslagern eng beisammengedrängt sind, gerade in dieser Krise nicht vergessen dürfen, sondern dass wir da Druck machen müssen, dass die Menschen aufgenommen werden, dass sie eine menschliche Unterkunft finden. Und ich dachte mir, so als Auftakt wäre das nochmal ein schönes Zeichen, genau damit einzusteigen. Das war ja auch schon Thema beim Talk mit Katja Kipping. Das war auch Thema beim Gespräch mit Daniel Hofinger von Ende Gelände. Und ich denke und hoffe, dass uns das, die Aktivitäten von Seebrücke, die Flüchtlingssolidarität auch durch diese Krise begleiten wird und dass da auch ganz klar gemacht wird, wer auf Seiten der Demokratie steht, wer auf Seiten der Menschenrechte steht, der darf sich in dieser Situation nicht abschotten. Und die Festung Europa ist nicht unsere, sondern die Festung Europa dient dazu, Verhältnisse, wie wir sie nicht mehr haben wollen, aufrecht zu erhalten. Ich habe es mir so vorgestellt, dass wir es wieder so machen, dass ich einsteige mit einer kleinen Buchvorstellung und dann vielleicht mit einer kleinen Überleitung, sodass wir dann in die Fragen und in das Gespräch sozusagen miteinander einsteigen können. Und wie immer habt ihr die Möglichkeit, auch jetzt schon eure Fragen zu stellen über Facebook Live in den Kommentaren oder hier direkt bei Zoom. Und dann werde ich dann nach und nach darauf eingehen und wir kommen so miteinander ins Gespräch. Ja, was ich mir heute überlegt habe, das ist vielleicht für die einen oder anderen nicht zu überraschen, angesichts des Posts, den ich heute Morgen gemacht hatte, ist von Heinrich Heine ein Wintermärchen, Deutschland ein Wintermärchen und ein Buch, was mir ähnlich wie beim letzten Mal auch Oscar Wilde, Socialism, The Man of The Soul of Man Under Socialism von Oscar Wilde, ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist eine sehr schöne Ausgabe von Reclam mit Zeichnungen von Hans Traxler. Und Hans Traxler mag ein Begriff sein für einige von euch. Hans Traxler ist Mitbegründer der Titanic, hat auch schon bei Pardon gearbeitet, dem Vorgängerblatt. Und von ihm stammt unter anderem, das ist ja sehr bekannt, die Zeichnung von Helmut Kohl, also Birne. Und er hat wirklich fantastisch hier das Wintermärchen von Heinrich Heine bebildert. Warum liegt mir das so sehr am Herzen? Das Wintermärchen ist von Heinrich Heine geschrieben worden 1844. 1843 hat er eine Reise gemacht nach Deutschland. Er befand sich nämlich im französischen Exil und hat dort auch seine Mutter noch einmal besucht. Und ins Exil ist er geflüchtet nach Frankreich, weil er von der Zensur und von der Restauration in Deutschland halt unterdrückt wurde, er selbst gegängelt wurde und seine Schriften verboten wurden. Nicht anders ist es übrigens dann auch Deutschland ein Wintermärchen ergangen. Auch das ist der Zensur unterfallen und durfte in Deutschland offiziell nicht verbreitet werden. Und in Deutschland ein Wintermärchen leistet er in Form eines Reiseberichts in Versen aufgeschrieben, eine Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, mit dem Deutschland der Restaurationszeit, aber auch mit der Romantik, mit der deutschen Romantik. Das ist ja bei Heinrich Heine ein großes Thema, mit der deutschen Romantik als eine Antwort
auf die Restauration einen Rückzug sozusagen ins Innerliche. Und ich möchte euch zum Beginn ganz gerne, und da werdet ihr dann merken, welchen Bezug das zu meinem Post von heute Morgen hat, ganz gerne einfach den Anfang vorlesen von Deutschland, ein Wintermärchen. Das kennen vielleicht einige von euch, und das ist für mich so etwas, was für mich so eine Utopie beschreibt, einer Gesellschaft der Freien und Gleichen und einer Gesellschaft, für die ich eintrete und auch in dieser Situation weiter eintrete. Also das erste Kapitel werde ich euch vorlesen. Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Hafenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram auf Opferung und Wiederfinden, dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden verschwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Aia Popeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, so wollen wir euch besuchen. Dort oben und wir essen mit euch die seligsten Torten und Kuchen. Ja, Zuckererbsen für jedermann und eine Absage an religiöse Entsagungsvorstellungen und das Versprechen, dass man halt das Himmelreich auf Erden, also das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl, schon heute errichten solle und schon heute auf der Welt dafür eintreten solle. Das ist es eben das, was mich auch umtreibt und was sicher viele von euch umtreibt und warum wir eben eintreten für eine gerechte und solidarische Gesellschaft. Was ich heute noch, welchen Luxus ich mir heute noch geleistet habe, ich habe mir die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung besorgt oder meine Freundin hat sie mir mitgebracht und da findet sich auf Seite 36, und das finde ich schon bezeichnend, ein Interview mit dem Philosophen, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Alain Badiou, mit dem Titel Das dritte Leben des Kommunismus. Und da geht es eben um die Frage der Corona-Krise, Antworten auf die Krise und dass auch Alternativen jetzt wieder denkbar werden. Und ich finde schon relativ bezeichnend, dass in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Artikel erscheint mit diesem Titel. Also ich hatte ja neulich schon einen Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo das Wort Sozialismus positiv besetzt war. Und jetzt der Begriff Kommunismus, das finde ich schon allerlei. Und der Philosoph antwortet dort auf die Frage,
Der Kommunismus ist also nicht diskreditiert. Er antwortet, die Geschichte ist nicht zu Ende. Der Kapitalismus begann vor 400 Jahren. Man kann den Beginn der Ausbeutung auch auf das Neolithikum datieren, als die Jäger und Sammler den Übergang zu Hirten- und Bauernkulturen vollzogen. Der Marxismus ist eine noch sehr junge Erscheinung. Er wurde im 19. Jahrhundert entwickelt und im 20. wurde mit ihm experimentiert. Seit 3 Jahrzehnten befindet er sich im Tiefschlaf. Wir brauchen ihn für den Kampf gegen den zeitgenössischen Kapitalismus, der für die meisten Menschen negative Auswirkungen hat und den Planeten zerstört. Ich kann keine andere Theorie als den Marxismus erkennen. Bei meiner marxistischen Hypothese geht es um die Einsicht, dass eine andere Welt möglich ist. Ich bin überzeugt, der Kommunismus ist vor uns. Ja, ganz spannend in diesen Zeiten, dass es wieder solche Diskussionen gibt. Und egal, wie wir das Kind dann nennen, ob wir reden über Klimagerechtigkeit, eine solidarische Gesellschaft, über Anarchismus, Kommunismus, Sozialismus oder was mir immer ganz lieb ist, über eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, die eben Freiheit und Gleichheit miteinander vereint. Das Spannende ist, dass diese Krise offensichtlich für einige Menschen Anlass ist, darüber nachzudenken, ob wir neben eine gerechtere, solidarischere Gesellschaft als eine Antwort auf diese Krise hinbekommen. Und das finde ich eine ganz spannende Frage. Vielleicht jetzt auch genug so der Einführung und wir gehen in medias res. Ich habe auch schon eine erste Frage und zwar von Bruno. Wie stehst du zu den Vorgängen, die gerade in der ZAST Halberstadt stattfinden? Was kann man gegen das brutale Vorgehen der Polizei und der Security tun? Bruno, vielleicht magst du mir kurz auf die Sprünge helfen. ZAST ist die zentrale Aufnahmestelle. Oder ich google das einfach kurz. Ah, da geht es um den Hungerstreik von Flüchtlingen dort. Ah, okay, davon habe ich auch gelesen. Tja, ich glaube, auch da hilft die Solidarität. Also ich fand es gut, dass es heute diese Aktion Leave No One Behind gegeben hat. Und das erstreckt sich eben nicht nur auf Moria, sondern das erstreckt sich hier auch auf die Flüchtlingsunterkünfte. Und wenn gerade in so einer Situation Menschen gezwungen sind, auf relativ engem Raum in so eine Quarantäne zu gehen, dann ist es eine unheimliche Belastungsprobe. Ich glaube, man muss den Kontakt dort suchen, sicher mit der Kommunalpolitik. Man muss die Fälle, wo es auch Gewalt gegeben hat, auch von Seiten der Polizei, muss die aufzeigen. Da hat sie auch Kritik an dem harten Vorgehen der Polizei gegeben und muss das wirklich öffentlich machen. Und ich weiß, dass es sehr schwer ist, in so einer Situation solche Sachen öffentlich zu machen, weil halt die Diskussion um Corona wie so eine Schicht über der gesamten Berichterstattung liegt. Aber ich glaube, gerade in dieser Situation sollten wir als Linke auch solche Fälle ansprechen und auch deutlich machen, dass wir eben auch nicht bereit sind, das hinzunehmen und dass unsere Solidarität für alle Menschen gilt, die hier leben, egal ob sie einen deutschen Pass haben oder ob sie keinen deutschen Pass haben. Jeder, der hier lebt, hat einen Anspruch auf Menschenrechte und auf eine menschenwürdige Unterkunft. Und vor dem Hintergrund finde ich es sehr wichtig und wichtig, die Forderung, die es gegeben hat, im Zusammenhang mit Obdachlosen, aber auch mit Geflüchteten von der Linken in Bremen hatte ich das gelesen. Linke in Schleswig-Holstein hatte das auch aufgegriffen. Und bei der Linken in Berlin ist es wohl so, dass einige Hostels jetzt auch geöffnet werden. Und dass man in leerstehenden Objekten, in Hostels, in Hotels und anderen Menschen unterbringt, die sonst auf kleinstem Raume zusammengefähigt werden, also auch diese obdachlosen Unterkünfte,
sind ja häufig sehr, sehr beengt von der Räumlichkeit für die Menschen, die dort unterkommen. Und dass man sagt, wir machen eben jetzt die Hostels, wir machen die Hotels auf und bringen dort Menschen unter, die Not leiden. Und genau das würde ich mir auch wünschen als eine Forderung, die wir aufstellen sollten für Flüchtlingsunterkünfte. Gebt den Leuten einen Raum und gebt den Leuten die Möglichkeit, zumindest wenn sie in Quarantäne müssen, da menschenwürdig untergebracht zu sein. Leon fragt, haben Sie auch für einen linken Populismus von Chantal Mouffe, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, gelesen? Und an der Antwort seht ihr wahrscheinlich, liegt auf meiner To-Read-Liste, ich habe es nicht gelesen. Ich tue mich auch immer ein bisschen schwer mit dem Begriff des Populismus, weil Populismus ein bisschen den Eindruck erweckt, Man müsste eine Ansprache finden, die sich auf irgendein Niveau herablässt und Dinge vereinfacht. Ich glaube, als Linke sollten wir nicht Dinge vereinfachen, aber wir sollten sie einfach erklären können. Und das trifft für mich da nicht den Begriff Populismus so gut, sondern ich würde da eher sagen, wir brauchen als Linke eine populäre, verständliche Ansprache. Wir sollten so reden, dass Menschen, mit denen wir diskutieren auf der Straße, mit denen wir chatten im Internet, auf Veranstaltungen oder wenn wir Reden irgendwo halten, dass wir verständlich reden. Und darum bemühe ich mich auch immer sehr. Also ich weiß nicht, ob ihr schon meine Reden im Bundestag verfolgt habt, aber wenn ich die schreibe, dann schreibe ich die nicht so, dass ich sie schreibe für diejenigen, die da vor mir sitzen, also für die Abgeordneten von Grünen, SPD, FDP, CDU und schon gar nicht für die AfD, sondern ich schreibe die Reden so, dass sie verständlich sind für Menschen, die zuschauen. Weil ich finde, dass linke Politikerinnen die Aufgabe haben, Sachverhalte einfach zu erklären und Themen in die Öffentlichkeit zu tragen, gerade durch diese Bühne des Parlaments, die ansonsten zu wenig eine Stimme haben. Das heißt, die Stimmen derjenigen, die von Hartz-IV-Sanktionen betroffen sind, die Stimmen von Geflüchteten hörbar zu machen, die Stimmen der Klimabewegung hörbar zu machen. Das heißt, es geht immer um Hörbarkeit von Stimmen, die etwas anderes wollen, als es gerade ist, die unsere Gesellschaft zum Positiven verändern wollen. Und deshalb müssen wir verständlich reden und unsere Politik verständlich rüberbringen. Und das ist eigentlich immer mein Bemühen, egal an welcher Stelle ich rede und diskutiere. So, eine weitere Frage habe ich jetzt an dieser Stelle nicht. Also scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob ihr auch draußen gewesen seid heute, ob ihr auch ein bisschen das Wetter genossen habt. Also ich habe die Gelegenheit auch ergriffen, eine kleine Runde zu laufen. Und da war ich doch erstaunt, dass sehr viele Menschen auch draußen waren, das Wetter genauso wie ich genossen haben. Aber gerade im Park haben sie echt Abstand gehalten. Im Park habe ich das gesehen, dass die Menschen ihre Decken ausgebreitet hatten, aber in Entfernung zu anderen Plätzen, zu anderen Menschen. Das heißt, die Menschen nehmen das sehr ernst. Und das Spannende ist, dass ich so das Gefühl habe, dass sich zwar Menschen räumlich distanzieren und so eine Physical Distancing betreiben, aber dass die Diskussionen und die Debatten zunehmen und dass die Menschen gerade jetzt in dieser Situation auch mehr miteinander reden. Ich weiß nicht, wie da euer Eindruck ist. Also sie reden anders miteinander und über andere Medien, aber sie reden miteinander und nicht übereinander. Und das ist vielleicht auch eine Chance, also dass Menschen verstehen,
dass man auf Gesellschaft und auf Zusammenhalt angewiesen ist. Und ich sehe mit ein wenig Freude, dass zumindest die faschistische AfD in den Umfragen doch deutlich runtergeht und angenehmerweise auch die FDP gen 5%-Marke geht. Denn wir dürfen ja bei aller Ablehnung der AfD nicht vergessen, dass auch die FDP beispielsweise gefordert hat, die Privatisierung des Gesundheitswesens, die Privatisierung der Krankenkassen. Das heißt, sie wollten überhaupt gar keine gesetzlichen Krankenkassen haben. Und auch die FDP mit der neoliberalen Ideologie ist ja nicht zuletzt verantwortlich für die Situation, die wir gerade haben. Aber selbstverständlich würde ich auch nicht die CDU aus der Verantwortung entlassen und auch nicht die SPD oder die Grünen, die ja auch Leiharbeit, Niedriglohnsektor, Hartz IV und Ähnliches durchgesetzt haben. Und ich glaube, wenn wir eine Chance haben wollen auf eine solidarische Gesellschaft, müssen wir eben damit brechen, müssen wir mit prekären Arbeitsverhältnissen, mit Niedriglohn und Leiharbeit brechen und müssen wir auch mit diesem Hartz IV-Sanktionsregime brechen. Eine weitere Frage. Neumünster, die Erstaufnahme für Flüchtlinge ist seit Freitag unter Quarantäne. Kannst du da etwas zu sagen? Und das besser im Blick haben als unser einer, also von wegen als Bundestagsabgeordneter. Also da sage ich erstmal herzlichen Dank für den Hinweis. Und wir als Team werden das nochmal stärker in den Blick nehmen. Das mit Neumünster war mir nicht bekannt. Aber wir werden uns dazu jetzt informieren, auch informieren, wie da die Situation ist. Das ist ja ähnlich wie die Situation in Halberstadt. Da müssen wir uns drum kümmern, dass dort eben auch nicht so eine Situation entsteht. Und ich bin überzeugt davon, auch in Neumünster wird es leerstehende Wohnungen geben. Auch in Neumünster wird es leerstehende Hotels, Unterkünfte und Ähnliches geben, wo man Menschen dann auch menschenwürdig unterbringen kann. Und ich glaube, das sollte auch eine linke Forderung sein, dort Menschen unterzubringen. Und wir werden uns der Sache in Neumünster auch annehmen. Also ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was in der nächsten Woche ansteht. In der nächsten Woche werden wir eine Sitzung unserer Arbeitsgemeinschaft Umwelt haben, AG Umwelt. Das ist die Arbeitsgruppe, die sich insbesondere mit Umweltthemen befasst. Da sind mein Kollege Ralf Lenkert drin, mein Kollege Hubertus Stebel, also Ralf Lenkert für den Umweltbereich, Hubertus Stebel auch insbesondere für die Fragen der Atomkraft und ich drin und die Mitarbeiterinnen und Referenten aus dem Bereich. Und da werden wir über die aktuelle Situation reden, insbesondere welche Auswirkungen jetzt die Corona-Krise auch auf das Thema Klima, auf das Thema Umwelt hat und wie wir überhaupt wieder in die Debatte reinkommen können, damit wir nicht die Situation haben, wir kommen aus der Krise raus. Und wir haben eine Autoindustrie, die jetzt fordert, beispielsweise die Abgaswerte aufzuheben und auch Autos zuzulassen, die eben nicht die Abgaswerte einhalten, beispielsweise. Das ist eine Forderung aus der Autoindustrie, für die sie sich auf europäischer Ebene stark machen. Das heißt, damit werden wir uns auseinandersetzen. Dann wird es wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, am Dienstag auch eine Telefonkonferenz oder Zoom-Konferenz, glaube ich, der AG Wirtschaft geben. Die AG Wirtschaft ist die AG, die insbesondere auch für den Wirtschaftsausschuss die Themen vorbereitet und aufbereitet. Da bin ich drin, weil ich ja nicht nur Sprecher für Klimapolitik bin, was dem Umweltausschuss zugeordnet ist, sondern auch für Energiepolitik. Und recht viele Themen im Wirtschaftsausschuss drehen sich eben um die Frage der Energiepolitik. Und da steht gerade ja auch einiges auf der Tagesordnung. Und
In der AG Wirtschaft werden wir dann die Sitzung des Wirtschaftsausschusses, die als Telefonkonferenz stattfinden wird, dann auch vorbereiten, wobei das jetzt eher nicht um die Themen Energiepolitik geht, sondern vor allem um Antworten auf die Corona-Krise, um Fragen der Vergabe von Krediten und Ähnlichem. Und ein besonderes Augenmerk ist da für uns als Linke auch die Frage, wem werden gerade Kredite gewährt? Weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, 90% der Kreditsicherheit werden ja vom Bund, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau übernommen und nur 10% des Ausfallrisikos der Kredite müssen die Banken, die die Kredite letztlich vergeben, übernehmen. Und dennoch, auch wenn das nur diese 10% sind, mehren sich doch bei uns die Berichte, wo gerade bei kleineren Unternehmen, und das habe ich auch aus dem Bekanntenkreis gehört, von einer Bekannten, die einen Café betreibt, also gerade bei kleinen Gewerben, bei kleinen Unternehmen ist es wohl so, dass die Banken da doch sehr rigide dann auch prüfen und fragen, besteht überhaupt eine Chance, dass ein Kredit dann auch dass ein Kredit dann auch zurückgezahlt wird. Und wenn Sie zum Schluss kommen, es ist unwahrscheinlich, dass dieses Unternehmen die Corona-Krise überlebt, dann bekommt dieses Unternehmen eben auch keinen Kredit und steht sozusagen vor dem Nichts. Und meine große Befürchtung ist, ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, aber meine große Befürchtung ist, dass wir eine Situation haben nach der Corona-Krise, wo die großen Unternehmen und die Ketten, sei es Starbucks oder McDonald's und andere, gut durch die Krise gekommen sind, H&M, IKEA, wer auch immer, weil sie relativ hohe Rücklagen haben, weil sie von der Kurzarbeit profitieren und ähnlichem. Aber dass kleine Unternehmen und kleine Cafés, kleine Restaurants und andere, die eigentlich so eine Stadt oder Orte wirklich lebenswert machen, dass die dran glauben müssen. Das ist meine ganz große Befürchtung. Und dass wir sowas haben wie eine kapitalistische Marktbereinigung oder so, wo wir nachher dann durch die Stadt gehen und es sind die kleinen Cafés nicht mehr da, wo wir gerne hingegangen sind und die kleinen Restaurants sind nicht mehr da, wo wir gerne hingegangen sind und uns getroffen haben. Und wir haben nur noch die Ketten, wir haben dann nur noch Starbucks, wir haben McCafé oder wie auch immer. Und das ist meine ganz große Befürchtung, dass sich also nur die umsatzstärksten und kapitalstärksten Unternehmen in dieser Krise jetzt durchsetzen und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber ich glaube, dafür muss man die Kreditbedingungen verändern und muss dann auch dafür sorgen, dass die Banken eben nicht nur den großen sicheren Konzernen zu Investitionen und zu Krediten verhelfen, sondern gerade den kleinen Projekten. Und ich glaube, das sollte auch ein Anliegen oder das ist auch ein Anliegen der Linken, was wir auch in diesem Wirtschaftsausschuss eben dann hineintragen, auch in der nächsten Woche wieder und sicher auch in der nächsten Sitzungswoche. Und Susanne fragt, wie würde ein Gesundheitssystem aussehen, das die Linke sich vorstellt? Puh, ich weiß nicht, ob ihr unsere Seite zum Pflegenotstand kennt. Die kann ich euch sehr ans Herz legen. Die können wir ja nachher auch nochmal verlinken. Da sind eine Menge an Antworten und eine Menge an Konzepten darin enthalten. Ich habe dazu ja auch schon gepostet, jetzt auch in der Krise gepostet. Da gab es ja die Stimmen von einigen, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir erstmal die Krise bewältigen. Jetzt können wir nicht darüber diskutieren, wie unser Gesundheitswesen aussieht. Ich glaube, wir müssen schon auch in der Krise darüber diskutieren. Und das Gesundheitssystem, was die Linke sich vorstellt, ist eben ein öffentliches Gesundheitssystem. Das heißt, es wird öffentlich und auskömmlich finanziert. Es ist nicht geregelt über Fallpauschalen,
die ausbezahlt werden, sondern die tatsächliche notwendige Behandlung wird finanziert und Menschen werden eben nicht zu Fällen degradiert. Das Gesundheitswesen ist so ausgestattet, dass die Menschen, die gerade im Pflegebereich, die Pflegekräfte, dass die auskömmlich bezahlt werden, dass sie von ihrem Lohn auch wirklich leben können, die Menschen, die in diesen systemrelevanten Pflegebereichen auch arbeiten, und dass sie keine unterdurchschnittlichen Löhne bekommen, wie es jetzt der Fall ist. Und ich hatte ja auch darüber berichtet im Gespräch mit Katja Kipping, haben wir darüber auch gesprochen, dass gerade im Pflegebereich viele Menschen eben von ihrem Lohn nicht leben können und sogar aufstocken müssen. Das heißt, Leistungen aus der Grundsicherung dann auch übernehmen müssen. Und wenn wir sagen, dass das Gesundheitssystem ein öffentliches sein muss und den Fängen von Profit- und Kapitalgesellschaften entzogen werden muss, dann bedeutet das für mich auch ganz klar, oder für uns als Linke ganz klar, dass auch die Finanzierung entsprechend gestaltet sein muss. Das heißt, wir würden den anderen Weg gehen. Also die FDP schlägt ja vor, gesetzliche Krankenkassen abzuschaffen und nur noch Privatversicherer im Gesundheitsbereich zuzulassen. Und unser Weg ist ein anderer. Das heißt, wir würden das Öffentliche stärken. Das Öffentliche stärken heißt, eine Bürgerinnenversicherung für alle, in die alle einbezahlen. Egal, ob sie selbstständig sind, ob sie Bundestagsabgeordnete sind, egal wie viel sie verdienen. Das heißt, alle müssen einbezahlen in diese Gesundheitsversicherung, die auch öffentlich ist. Und unsere Vorstellung ist, und das lässt sich ja auch belegen durch Berechnung, dass man damit das Gesundheitssystem auch stabilisiert, weil man so auch mehr Geld ins Gesundheitssystem bringt. Und ein ganz schöner Nebeneffekt aus unserer Sicht wäre, dazu würde dann auch gehören, dass man die Zweiklassenmedizin überwindet. Die Zweiklassenmedizin beim Arzt, aber auch die Zweiklassenmedizin in den Krankenhäusern, dass es eben eine Bürgerinnenversicherung für alle gibt und auch eine Gesundheitsversorgung für alle gibt, die für alle auskömmlich und gut ist, ohne Unterschied. Egal, wie viel Geld ein Mensch hat. Und da kann ich vielleicht noch mal über eine Sache berichten, die mich ziemlich erstaunt hat, als ich 2017 in den Bundestag gekommen bin. Und zwar ist es da so, dass man sich sehr offensiv darum kümmern muss, dass man in der gesetzlichen Gesundheitsversicherung bleibt und nicht in die private kommt, weil es ist eigentlich automatisch so, dass Bundestagsabgeordnete, wenn sie in den Bundestag kommen, automatisch in die private Krankenversicherung reinrutschen. Das heißt, man muss als Bundestagsabgeordneter direkt einen Antrag stellen, ich möchte in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben und ich möchte mich dieser Solidarität im Gesundheitssystem eben nicht entziehen, auch wenn ich jetzt oder gerade, weil ich Bundestagsabgeordneter bin. Ich bin überzeugt, dass der Großteil der linken Bundestagsabgeordneten genau das auch gemacht hat und in der gesetzlichen Krankenversicherung geblieben ist. Aber ich finde eben nicht, dass man als Abgeordneter, als Selbstständiger oder wer auch immer die Wahl haben sollte, gehe ich jetzt in die gesetzliche oder in die private Krankenversicherung, sondern es sollte eine gesetzliche Krankenversicherung als Bürgerinnenversicherung für alle Menschen geben, die gut finanziert und auskömmlich finanziert ist. So, das ist jetzt vielleicht der große Bogen zu dieser Frage gewesen. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich rübergekommen. Ansonsten, wir werden auch in die Kommentare dann den Link nochmal zu unserer Seite einstellen, wo ihr das Ganze dann auch noch einmal etwas umfassender dann auch nachlesen könnt zu unserem Gesundheitskonzept. Suki fragt, hallo Gösta, es geht mir nicht darum, die Gefahren einer drohenden Pandemie abzustreiten. Dennoch frage ich mich, welche Instrumente es gegen verordnete Maßnahmen, die nicht klar begründet werden oder umstritten sind, gibt. Auch in Hinsicht auf die Zukunft, in Österreich zum Beispiel ist im Gespräch, die Stopp-Corona-App verpflichtend zu machen. Wir wollen ja das Gefühl haben, dass die Einschränkungen Sinn machen und die Politik in unserem Sinne handelt.
Ja, welche Instrumente es gibt gegen solche verordneten Maßnahmen. Also zum einen muss man sagen, dass wir in der letzten Sitzungswoche ja relativ weitgehende Kompetenzen dem Gesundheitsministerium auch zugebilligt haben. Also eine Mehrheit der Abgeordneten hat ja dem zugestimmt, dass in der Corona-Krise der Gesundheitsminister relativ weitreichende Maßnahmen hat, die da auch umgesetzt werden können. Die sind, glaube ich, auf ein Jahr jetzt insgesamt befristet. Das war ja auch ein Gesprächsthema in der Diskussion mit Katja Kipping. Und ich glaube aber, man muss öffentlichen Druck machen. Wir als Linke machen diesen öffentlichen Druck. In der Presse gibt es ja auch eine kritische Berichterstattung. Und es war ja nicht zuletzt auch ein Erfolg da der Linken, aber auch, ich glaube, die SPD, die Justizministerin Lambrecht hatte auch drauf gedrungen, dass eben diese Handyüberwachung, diese Handyordnung nicht umfassend gekommen ist, wie sie Spahn haben wollte. Und über diese App, die diskutiert wird, da habe ich bis jetzt auch gelesen, diese App soll freiwillig kommen. Und ich bin da selbstverständlich sehr skeptisch, da haben wir auch schon drüber diskutiert, weil auch die Gefahr besteht, dass solche Überwachungsmaßnahmen, wie es sie auch in einigen Staaten, beispielsweise in China gibt, in China gibt es eine sehr umfassende Überwachung. Also da ist es nicht nur die Handyüberwachung, sondern auch die Überwachung mit Videokameras, Wärmebildkameras und anderen, bis hin zur Überwachung durch Drohnen. Das heißt, die Privatsphäre ist da relativ weitgehend aufgehoben. Und meine Sorge ist, dass eben solche Maßnahmen, wenn sie erst einmal eingeführt sind, schwerer wegzubekommen sind. Auch wenn nach einem Jahr sozusagen dieser Status der Pandemie aufgehoben ist, trotzdem ist es möglich oder schwerer, so etwas, was bereits eingeführt ist, wieder wegzubekommen. Das heißt, ich finde dieses, ich nenne es mal Physical Distancing sinnvoll. Ich fände es auch sinnvoll, und das ist ja ein riesiges Versäumnis der Bundesregierung und insbesondere auch mal von Herrn Spahn, dass wir nicht genug Masken haben, Atemschutzmasken haben. Ich fände es sinnvoll, dass es flächendeckend in der Öffentlichkeit, zumindest wenn man in Supermärkte reingeht und Ähnlichem, dass es diese Atemschutzmasken gibt, insbesondere weil es jetzt ja auch eine Frage ist, das hatte ich gestern, glaube ich, der Presse entnommen, dass möglicherweise das Coronavirus sich eben doch nicht nur beim Husten verbreitet, sondern sich über die Aerosole in der Luft verbreitet und dass es möglicherweise sich sogar 3 Stunden in der Luft hält. Das heißt, dass durch reine Atemluft das Coronavirus sich verbreitet. Und vor diesem Hintergrund konnte man nachweisen, das haben auch chinesische Wissenschaftlerinnen nachgewiesen, dass eben durch Atemschutzmasken sich die Gefahr, dass Menschen, die infiziert sind, aber das nicht wissen, dass sie das Virus verbreiten, dass es vermindert wird. Und gerade an öffentlichen Plätzen, an öffentlichen Plätzen im Supermarkt und Ähnlichem, besteht ja schon das Risiko, dass Menschen da eng zusammenkommen. Ich weiß ja, wie eure Erfahrungen da sind, aber bei uns beim Rewe ist es schon so, dass es da das Abstandhalten zwar an der Kasse gibt, aber dass in den Gängen das gar nicht möglich ist, dass da diese 1,50 Meter Abstand gehalten werden. Und wenn dann man zu den Regalen mit dem Tiefkühlkost oder Ähnlichem geht, da ist es schwer möglich, diesen Abstand zu halten, was mich auch schon manchmal ein bisschen in Sorge versetzt hat. Und da wäre wahrscheinlich so eine Atemschutzmaske eine richtige Sache. Und es gibt da mittlerweile auch die Bastelanleitung, wie man diese Atemschutzmaske sich selbst herstellen kann. Aber das Wichtigere wäre, dass endlich die Produktion da angeschoben wird, und zwar nicht zu überteuerten Preisen, sondern zu Preisen, wie wir sie vor der Krise hatten. Und da wäre, glaube ich, auch ein staatliches Eingreifen einfach notwendig in dieser Situation,
Unternehmen wirklich anzuweisen, ey, ihr produziert jetzt nicht das drölfste T-Shirt, sondern ihr produziert jetzt Atemschutzmasken in dieser Situation, weil die dringend gebraucht werden. Und ich hoffe, dass da ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Und auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt ja mittlerweile das Tragen von Atemschutzmasken, gerade in solchen Situationen. Und da ist meine Hoffnung, dass der Staat dann ein bisschen rigoroser auch dafür sorgt, dass genügend Atemschutzmasken für alle Menschen zur Verfügung gestellt werden und insbesondere auch für Pflegekräfte in Kräfte in Krankenhäusern, für Rettungsdienste und andere, denen ja auch langsam, Feuerwehr beispielsweise, denen ja auch langsam die Schutzkleidung ausgeht. Dörte sagt oder Dörte fragt, die Linke Berlin soll eine Beratungshotline für solche Corona-Anfragen zu Krediten, Hilfen etc. haben. Hat die Linke SH das auch? Nee, die Linke SH hat so etwas bis jetzt noch nicht. Wobei ich auch sagen muss, die Linke Berlin ist selbstverständlich noch ein bisschen anders aufgestellt als die Linke hier in Schleswig-Holstein, auch als eine regierungstragende Partei. Und aber ich würde es mal anregen, zumindest, dass man auch hier in Schleswig-Holstein schaut, ob es solche Fälle, die ich eben geschildert habe, auch hier in Schleswig-Holstein vermehrt gibt. Weil das wäre ja ein Punkt, wo man insgesamt nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch bundesweit einhaken könnte und sagen müsste, das funktioniert eben nicht, dass der Staat die 90% Kreditrisiko trägt und die Bank die 10% Kreditrisiko, weil es für die Banken offensichtlich noch immer nicht ausreicht, um Kredite auch an die zu vergeben, die es wirklich jetzt so dringend brauchen in der Krise. Und deswegen finde ich die Idee Dörte tatsächlich eine relativ gute Idee. Didem fragt, meinst du, wir bekommen die kritische Masse, um zumindest eine ordentliche Vermögenssteuer einzuführen? Ja, also ich habe hier eben auf die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung verwiesen und da ist heute auch ein Artikel drin über die Beteiligung von Vermögenden an der Schulterung dieser Krise. Und ich hatte diese Hoffnung und viele hatten die Hoffnung ja auch nach den letzten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009, dass wir da gerechtere Verhältnisse hinbekommen, dass der Staat nicht so schnell wieder auf Privatisierung setzt. Aber die Folge war ja leider eine andere, sondern man hat ja erlebt, dass Deutschland auch in Europa sozusagen zum Zuchtmeister geworden ist, gerade für die Länder im Süden Europas, für Italien, für Griechenland, für Spanien, wenn es darum ging, Dienstleistungen zu privatisieren, öffentliche Güter zu privatisieren, das Gesundheitswesen zu privatisieren, Wasser zu privatisieren und ähnliches. Da hat ja Deutschland eine sehr unrühmliche Rolle gespielt mit dem, was man gemeinhin ja als Austeritätspolitik beschreibt. Also der Neoliberalismus, das Verkaufen von öffentlichem Besitz, was es bei uns nach innen ergibt, hat man sozusagen nach der Krise auch, um Schulden zu tilgen, anderen Staaten aufgezwungen mit einer sehr rigiden Politik. Also man kann schon sagen, dass diese Politik, die Deutsche und andere Staaten betrieben haben, auch mit zur Misere auch der Gesundheitssysteme gerade im Süden Europas beigetragen hat, dass sie dieser Herausforderung auch nicht so gewachsen sind, wie sie es eigentlich müssten. Und das ist eine der Befürchtungen, dass nach der Krise es genauso läuft wie dann nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise. Dass sozusagen diejenigen, die zahlen, die Steuerzahlerinnen sind, die kleinen und mittleren Einkommen sind und dass die großen Konzerne aus der Krise rausgekauft werden, dass die Banken aus der Krise rausgekauft werden. Und unsere Antwort als Linke ist eben,
dass gerade die großen Vermögen, dass die großen Konzerne herangezogen werden müssen zur Finanzierung der Krise. Im Übrigen beispielsweise auch Amazon. Amazon verdient an der Krise gerade wie nichts Gutes durch den Versandhandel. Oder anderes Beispiel, die Einzelhandelsketten, also Rewe, Lidl, Aldi und Co., die haben starke Umsatzzuwächse. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von 10-20% Umsatzzuwachs. Auf der anderen Seite ist es aber so, ich weiß nicht, wie jetzt der Stand ist, aber neulich hatten wir auch darüber diskutiert, dass Lidl, Rewe und Co. jetzt die Krise zur Ausrede nehmen, um zu sagen, wir verschieben die jetzt anstehende Tariferhöhung auf Ende des Jahres. Das heißt, dass diejenigen, die Verkäuferinnen, die an der Kasse quasi ihren Kopf in der Krise hinhalten, dass die auf ihre Tariferhöhung verzichten sollen. Und das wäre natürlich eine Absurdität sondergleichen. Sondern wir als Linke sagen, wir brauchen ein vernünftiges und gerechtes Steuersystem. Wir brauchen eine einmalige Vermögensabgabe und wir brauchen endlich wieder eine Vermögenssteuer. Wir müssen endlich eine Vermögenssteuer wieder einführen. Und ich kann nur daran erinnern, dass die Wiedereinführung der Vermögenssteuer ja auch in den Programmen von SPD und Grünen steht. Und ich glaube, worauf es jetzt ankommt, und deswegen ja auch mein Plädoyer, jetzt in der Corona-Krise nicht zu verstummen, sondern gerade jetzt auch über gesellschaftliche Alternativen zu reden und wie eine Gesellschaft gerechter werden kann, jetzt gerade in der Krise auch einzufordern, wir brauchen eben auch ein gerechtes Steuersystem, um durch diese Krise zu kommen. Und dass diejenigen, die wenigen, die bis jetzt immer in den Krisen profitiert werden, in die Verantwortung genommen werden, zur Kasse gebeten werden und es nicht wieder die Schultern der vielen sind, die jetzt in der Krise schon beispielsweise durch Arbeitsplatzverlust oder durch Kurzarbeit mit 60% Lohn ja nur, die jetzt schon in der Krise verlieren, dass die dann auch noch die Folgen der Krise ausbaden sollen. Sondern dass alle Menschen möglichst gut durch die Krise kommen und dass wir nach der Krise eben auch darüber diskutieren, wie können wir unsere Gesellschaft gerechter machen. Silbermine fragt, wird es Konsequenzen für AfD-Abgeordnete geben, die in Parlamentssitzungen die Corona-Regeln ignorieren? Also einige AfD-Abgeordnete sind ja von Schäuble darauf hingewiesen worden, und ich fand das auch gut in dieser Situation, weil wir haben bestimmte Regelungen im Umgang dort bei den Sitzungen vereinbart und da sollten sich alle dran halten. Bestimmte Konsequenzen wird es jetzt nicht geben, aber ich glaube, jeder kann sich einen Reim darauf machen. Und wenn wir da schon über die AfD sprechen, ich hatte eben gesagt, ich finde es ganz schön, dass sie jetzt runtergehen. Aber ich weiß nicht, wie es in eurem Freundeskreis oder bei euren Facebook-Freundinnen beispielsweise ist. Aber ich erlebe es, dass wir gerade jetzt in der Corona-Krise nicht nur einen solidarischeren Umgang haben, sondern dass einige eben auch einige YouTube-Videos teilen, die Krise herunterspielen und bis hin zu einer Petition, die ich neulich gerade gesehen habe, wo gefordert wird, alle Maßnahmen gegen die Corona-Krise aufzuheben, weil Corona ja nicht schlimmer sei als eine Grippe und dass man deshalb das nicht bräuchte und das nur eine staatliche Gängelung ist. Und diese Absurdität, also das geht so weit, dass dann behauptet wird, dass die Szenen von Krankenhäusern, die wir in Italien und anderswo sehen und die wir jetzt gerade auch aus New York sehen, dass die gestellt seien und dass da Schauspieler engagiert worden wären und ähnliches. Und das ist eine ziemlich absurde Parallelwelt, die sich da teilweise entfaltet. Und da hoffe ich, dass dem klar widersprochen wird. Aber es ist eben das, woraus die AfD eben auch ihren Nektar zieht, aus dem Unwissen und aus Vorurteilen und Fake News. Das ist sozusagen ihr Geschäft.
Und ich glaube, wenn wir für eine solidarische Antwort auf die Krise eintreten, wenn wir eintreten dafür, dass gerade die vielen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, die an der Kasse sitzen, die im Pflegebereich arbeiten, die Busse fahren und so weiter und so fort, dass gerade die gut aus dieser Krise rauskommen müssen und dass sich um diejenigen, die jetzt im Niedriglohnbereich ihren Job verloren haben, und dass sich um die gekümmert werden muss und die ein gutes Auskommen haben müssen. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Maßnahme, um Wiedererstarken der Rechten in Deutschland dann auch nach der Krise zu verhindern. Denn wenn wir eine Situation haben sollten, die wie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise darauf hinausläuft, dass eben die Konzerne und die Banken rausgekauft werden aus der Krise und dass es von den kleinen und mittleren Einkommen bezahlt wird, dann wird die AfD darauf ihre Hetze und ihre Argumentation wieder aufbauen können. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Solidarität in der Krise und über die Krise hinaus eine richtige Antwort. Und ich weiß nicht, wie da eure Einschätzung ist, aber ich glaube, das wird existenziell sein, auch für unsere Demokratie. Denn wir erleben ja auch in den USA gerade, dass die Umfragewerte von Trump erstaunlicherweise ansteigen in den USA. Und ich habe gestern auf ZDF eine Dokumentation gesehen, wo Menschen zusammengekommen sind in, ich glaube, das war eine Kirche, und das soll in den USA wohl an vielen Orten geschehen. Und dann gebetet haben gegen Corona, sich umarmt haben und der Prediger gesagt hat, Corona ist der Satan und wir vertreiben jetzt mit unserem Gebet den Satan und Ähnlichem. Und ich glaube, dass eine Gefahr besteht, dass so ein esoterische rechte Gedankenhaltung Einzug hält in der Krise und dann auch nach der Krise. Und ich glaube, dass wir da auch jetzt gerade wachsam sein müssen, auch wenn die Umfragewerte der AfD zurückgehen. Ich glaube, das Potenzial ist ja nicht weg. Das Potenzial ist weiterhin in der Bevölkerung vorhanden. Und ich glaube, wenn wir für grenzenlose Solidarität eintreten, wenn wir auch für die Rechte von Geflüchteten eintreten, für die Rechte auch von Obdachlosen, von Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und anderen, dann ist es unsere aktive antifaschistische Arbeit auch, mit der wir da wirklich einiges bewirken können. Ja, was mich interessieren würde, wie bleibt ihr aktiv, politisch aktiv jetzt auch in dieser Krise? Welche Debatten führt ihr hier in dieser Situation? Und was macht ihr, um diese Solidarität auch konkret werden zu lassen, über das, was man in sozialen Netzwerken, was man mit Freundinnen und so weiter bespricht? Ich glaube, dass dieser Austausch wichtig ist, aber ich glaube auch, dass solche Aktionen, wie sie heute in vielen Städten stattgefunden haben, unter dem Hashtag Leave No One Behind, wo Schuhe an Orte gebracht wurden, wo mit Malkreide auf den Boden, wo viele Leute unterwegs sind, wie bei uns an der Förde, wo dann Slogans aufgeschrieben worden sind und wo Plakate oder Losungen auf Zetteln angebracht worden sind, dass glaube ich, so etwas wichtig ist, auch im öffentlichen Raum präsent zu sein, jetzt gerade in der Krise, und deutlich zu machen, dass es eben auch die anderen Stimmen gibt, die sagen, es muss irgendwie etwas anderes laufen. Ohne Name, frag noch einmal. Nette Frage zur Auflockerung. Händeschütteln ist out. Was ist deine Lieblingsbegrüßung und Abschiedsgeste, bei der man 1,50 Meter Abstand halten kann? Ich muss gestehen, meistens ist es tatsächlich, sich so zuzuwinken. Also am Anfang hat man sich ja noch so
mit dem Ellenbogen berührt, indem man auch immer hinein niesen soll. Und also für mich funktioniert es ganz gut, sich aus der Ferne zuzuwinken und sich in die Augen zu schauen. Es gibt ja da auch andere Vorschläge. Unter Trekkies gibt es ja diese Geste, ich glaube, das ist richtig, oder? Diese Geste von Spock, wofür steht das? Ich glaube, ist das dieses Live Long and Prosper oder bringe ich jetzt Star Trek und Star Wars durcheinander? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dann ist es ja auch eine der Gesten, ich weiß nicht, ist das in der chinesischen Kultur, ist das diese Geste, sich so zu begrüßen? Ich glaube, da ist der Vielfalt der Kreativität, sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, wie man sich begrüßt. Hauptsache, man begrüßt sich, schaut sich in die Augen und hält diesen Abstand in dieser Situation. Ja, um nochmal auf die Frage, weil es treibt mich auch um diese Frage, wie weit geht es und wie sehr können wir verhindern, dass man in sowas wie so eine allseitige Überwachung hinein gerät. Und ich glaube, das funktioniert mit Vernunft, dass Menschen wirklich vernünftig sind und diesen Abstand auch freiwillig halten, dass sie ihn draußen auch freiwillig halten. Ich glaube, wir sollten nachdenken, ob man das mit dem Atemschutzmasken, das habe ich ja eben schon erwähnt, noch ernster nimmt. Aber ich glaube, wir tun gut daran in unserer Gesellschaft, wo Freiheitsrechte ja auch erkämpft sind. Wir tun gut daran, dass man nicht dorthin kommt, dass verpflichtend jedes Handy überwacht wird, weil man damit solche Sachen umsetzen würde, wie sie ja lange Zeit verhindert worden sind. Also wirklich Handyüberwachung im großen Stile, Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches. Und ich glaube, dass wir da auch Freiheitsrechte verteidigen müssen. Aber dazu zählt eben auch, dass man Solidarität und Vernunft wirklich auch im öffentlichen Raum und dann untereinander dann walten lässt. So schwer das jetzt in dieser Situation gerade sein mag. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, die Diskussion hier. Es hat euch Spaß gemacht, diese kleine Fragestunde. Und wir sehen uns bestimmt wieder in der nächsten Woche. Die Ankündigung findet ihr ja auf meiner Facebook-Seite. Wir verschicken die auch wieder per Mail. Ich weiß nicht, wer gerade die nächsten Gäste sind, aber das können wir ja auch in die Kommentare gleich nochmal reinschreiben. Ich weiß, dass wir mit Harald Weinberg, mit meinem Kollegen im Bundestag, noch sprechen werden über das Krankenhauswesen. Wir werden noch mit Michel Brandt reden über die Frage von Geflüchteten. Und ich bemühe mich noch um andere interessante Gesprächspartnerinnen. Das heißt, unser Gesprächsstoff wird nicht ausgehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr genießt diesen Abend und habt dann eine gute Woche, egal in welchen Bereichen ihr dann tätig seid, ob ihr im politischen Bereich aktiv bleibt, ob ihr in irgendwelchen Jobs weiterarbeitet. Ich weiß ja auch, es sind eine Menge an Pflegekräften auch unter den Zuschauerinnen an dieser Stelle. Und schickt auch eure Fragen und Anregungen gerne unter der Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann heißt Göster und Gäste. In diesem Sinne, unsere Solidarität ist grenzenlos. Leave no one behind. Wir bleiben solidarisch. Habt einen schönen Abend und goodbye.